Fortnite ist Fortnite und Nashörner sind Nashörner, Digga. Und Mr. Weird Dr. Flex hat ein neues Video gerade. Männer schlecht behandeln, der schlimmste Trend. Bei ihm ist gefühlt auch alles ein schlimmer Trend, ne? Mikrofeminismus, schlechtester Trend, das da, der schlimmste Trend, da, jenes. Aber jedes Mal in jedem Video dasselbe an. Der hat einfach Arbeitsoutfit, der hat das safe von Steuern abgesetzt. So, Nike-T-Shirt, weil er das nur in den Videos wahrscheinlich trägt. Das Videos, ist auch crazy. Videos, wo Männer abgewertet werden, sind natürlich im Trend und es geht direkt verstörend los. Weißt du, was du verdient hast, wenn du meine Füße schon allein nicht verdient hast? Meine Fußsohle. Los, mach. Aha. Was? Was? Na, Bro, das ist heftig. Na, 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 na. Und einmal stark lecker. Was ist das, Digga? Was? Einmal, jawohl, so ist gut. Und den anderen auch noch, direkt zu... Puh, Digga, Bro, was ist das? Ey. Ich bekomme schon Testomangel vom Zusehen. Aber jetzt mal ehrlich, stellt euch mal vor, ein Mann würde das bei einer Frau machen und sagen, Dreck zu Dreck. Knast. Was wäre da schon wieder los? Da wären die Feministen sofort am Start. Aber wenn ein Mann erniedrigt wird, wird das natürlich gefeiert. Und falls ihr dachtet, schlimmer geht's nicht, da muss ich euch leider enttäuschen. Ah, das war fast der Fuß. Entschuldigung. Das gehört so nicht, ja? Mhm. Digga, das versteh mich bitte nicht falsch. So, als Mann, auch als Mann ist das absolut crazy. Aber wie kann man sich denn bitte so hinstellen und sowas machen? Digga, das ist doch so erniedrigend, das ist so ekelhaft. Bro, was? Kriegt ihr davon einen harten oder was ist denn das, Digga? Wortwörtlich zum Mund gemacht, ja? Jetzt kassiert der Typ auch noch Ohrfeigen vor laufender Kamera. Und wer mir jetzt erzählt, das ist nur ein F***tisch, sowas hat gar nichts in der Öffentlichkeit zu suchen und sollte hinter den eigenen vier Wänden stattfinden. Ich meine, scheinbar passiert das hier auf offener Straße. Und stellt euch jetzt mal vor, Kinder laufen vorbei und sehen das. Entschuldig dich und gib mir einen Handkuss. Es tut mir leid, muss entschuldigen, ich bitte um Verzeihung. Was tut dir leid? Das ist ein Mann. Das ist ein Mann, der geht auch so arbeiten und so. Ne? Der hat so einen ganz normalen Alltag. Digga, das ist wirklich hart. Das ist, Bruder, was ist das für eine kranke Welt? Guck mal, der ist schon sogar alt und so, der hat schon weiße Haare. Dass ich sie mit meiner Zunge am Fuß fast berührt hätte. Mhm, ja. Jawohl, so ist gut. Darf ich aufstehen? Ja, du darfst hochkommen. Ja, wie tief musst du als Mann eigentlich sinken, um sowas mit dir machen zu lassen und dass die Frau das Ganze auch... Hat halt mies Kohle und Klicks mit diesem Video gemacht. Also was, versteh mich bitte nicht falsch, aber oh, ich habe eine Abbuchung bekommen. Ich habe 5 Euro an irgendwas gezahlt. Cool. Womit, egal wo du das hochlädst, du machst doch nicht mit einem Video Geld. Nein, das ist... TikTok und Instagram hochlädt, um ein paar Likes, Klicks und Follower zu machen, ist schon armselig. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Es ist wieder mal zum Trend geworden, gegen Männer zu schießen. Und die Kritik gegen Männer schauen wir uns natürlich gemeinsam an. Feministische Gemeinde. Body-Dingsbungs ist eine Methode von Cis-Männern, Macht auszuüben und uns klein zu halten. Unsere Körper sind gut, so wie sie sind. Body ist eine Methode von Cis-Männern, Macht auszuüben. Ich verstehe nicht, was ist Cis-Männern? Ich habe das jetzt schon so oft gefragt. Ich kenne Cis nur vom Musikinstrument. Vom Klavier. Ich habe keinen Plan. Und uns klein zu halten. Unsere Körper sind gut, so wie sie sind. Sie will also damit sagen, dass nur Cis-Männer, also biologische Männer, Body sind. Ah, biologische Männer. Hä? Warum sind die dann Cis-Männer? Ist das nicht normal? Entschuldigung, wenn ich das so sage. Normaler Mann einfach. Ist einfach Cis-Mann. Klein zu halten. Frauen machen sowas natürlich nicht, oder? Hi Friends, heute machen wir Red Flags bei Typen. Let's go. Wenn er ein Cis-Mann ist, oh. Allererst, Bro, wenn du unter 1,80... Scheiße. Das war's, in meinem Ausweis steht 1,77. Bis dann. Mm-mm. Männer aufgrund ihrer Größe abzuwerten, ja, ist auch Buddy. Und von solchen Clips gibt es zahlreiche. Und ich würde behaupten, dass Buddy nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Schauen wir uns mal die Kommentare einer Influencerin an, die beispielsweise viel Hate kriegt.
Da habe ich mir jetzt Curve Maria rausgesucht. So viele Mädchen haben schon mal ihren O gefaked. Auch ich. Was? Let's talk about it. Warum hast du deine Mama gefaked? Ja, weil einfach so super viel Druck von der Kornindustrie entsteht. Das waren etwas zu viele Informationen für meinen Geschmack, aber wir halten fest, sie faked ihren O. Ich hab keinen Bock mehr auf das Video. Danach, Digga, das ist so hart. Das ist so abgefuckt. Was gibt es für Leute da draußen, die Content drehen, Mann? Das sind die Kommentare. Maria fängt nur ihr What I Eat in a Day. Der Kommentar kam von Hannah, einer Frau. Die einzigen O's in Marias Leben sind Ofenkäse und Oreos. Auch Kreisverkehr das Maria ist auch hart, scheint anhand des Namens eine Frau zu sein. Sie mag den Buchstaben O so gerne, weil er wie ein Donut aussieht. So viel zum Thema, dass nur Cis-Männer Buddy um ihre Macht zu demonstrieren. An der Stelle demonstriert mal eure Macht, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mal was in die Kommentare. Schon damit würdet ihr mich supporten. Kommen wir jetzt zu einem Video, wo ich einfach nur sprachlos war. Man muss zu Männern leider unfreundlich sein, damit sie einen nicht belästigen. Ich weiß, es klingt crazy und es ist crazy. Ich stehe so an der Kasse. Guck mal, ey, Mann, ey! Ich will so ganz freundlich sein, so, hey, ja, ich möchte zwei Brötchen, die so. Steck dir deine Scheißbrötchen sonst wo hin. Okay, Entschuldigung. Ja, okay, kein Problem, alles cool. Warum man ich gehe zum Bäcker nebenan. Zu Männern unhöflich sein muss. Ich meine, geht's Turn noch? Up. Aber sie wird uns das Ganze bestimmt erklären. Aber ich mache diese Erfahrung immer häufiger, dass nett sein für Männer leider meistens schon bedeutet, oh ja, ich darf dich jetzt belästigen, du geile Sollte man nicht immer nett bzw. respektvoll miteinander umgehen? Aber daran sieht man, was für ein tolles Männerbild die Dame hat. Kennt ihr das? Ihr geht an jemandem vorbei, was natürlich oft am Tag passiert. Und logischerweise vermeidet man Blickkontakt mit Männern. Aber es gibt Situationen, wo sich dann aus Versehen der... Wisst ihr, was ich auch crazy finde? So 90% einfach von diesen Videos... wie die irgendwie so ein Statement abgeben oder wie die irgendwas machen, die schminken sich so einfach nebendran oder die machen irgendwas, die hauen sich immer irgendwas ins Gesicht. Digga, wie kann ich denn bitte ein Video drehen und mir gleichzeitig mein Gesicht bearbeiten? Für mich ist das crazy, ich krieg das gar nicht hin. Ganz kurz trifft. Also ich meine so einen Moment wie, dass man aus Versehen eine Millisekunde diesem Mann in die Augen geguckt hat, weil er natürlich gleichzeitig auch gerade geguckt hat. Und das reicht dann schon, dass Männer denken, oh ja, Mann, sie will mich auch. Ja, natürlich, weil auch absolut jeder Mann so denkt. Und auch wirklich jeder Mann etwas von dir will. Bitte. Versucht. Na, ja, das ist Legendenclip, ehrlich. Ich denke, sie Legendenclip, Digga, turn up. Eine Menge schlechter... Ich habe Orangensaft ausgeschüttet. Erfahrungen mit Männern gemacht zu haben und projiziert das jetzt auf alle. Aber nur, lass es vor, wir machen Multitasking. Ein paar schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat, heißt es doch jetzt nicht, dass man zu jedem unhöflich sein muss. Aber ja, super, was den Kindern auf TikTok so vermittelt wird. Also ohne Scheiß, dieser Mann hat diesen einen Millisekunden Blickkontakt mit mir als Flirten verstanden. Okay, und hier frage ich mich, wo ist das Problem? Missverständnisse kann es ja immer geben, wenn es überhaupt so war. Ich meine, hat er jetzt irgendwas Negatives zu ihr gerufen? Sie irgendwie angefasst oder sonst was? Ich bin ein netter Mensch und ich würde so gerne zu allen Leuten nett sein, weil ich habe immer gute Laune, ich gehe durch die Straßen, ich lächle Frauen natürlich immer an und ich finde es so schlimm, dass man nicht höflich zu Männern sein kann. Also ganz normal, dass ich nicht einmal kurz jemandem in die Augen gucken kann, ohne dass Leute dann das direkt missverstehen. Und ich mich daraufhin allein schon von seinen ekligen... Aber ich kann den Punkt auch nachvollziehen, ja? Ich kann den Punkt aber auch nachvollziehen. Ich kann es verstehen, was sie sagt. Und Andeutungen. Es ist tatsächlich wirklich schon so, wenn ich mit meiner Freundin durch die Stadt laufe, da gibt es einfach so Typen, die drehen sich um und gucken dann so, weißt du, so richtig, die gaffen so richtig. Also es gibt schon so ein paar Trompeten, ne? Digga, die sieht aus wie... Was? Wie kann eine Person aussehen wie eine Trompete, Bro? Also wenn du guckst und andere Frauen anlächelst, dann ist das Ganze in Ordnung. Aber wenn der Typ dich anguckt, dann ist es auf einmal Belästigung. Und in dem ganzen Video sagt sie, er hat nur geguckt, also dasselbe gemacht wie sie. Ich check hier wirklich nicht die Situation. Ich meine, sie sagt ja selber, dass sie ganz kurz versehentlich geguckt hat. Woher weiß sie dann, dass er sie irgendwie eklig angeguckt hat? Digga, ich lauf bald durch die Stadt nur noch so. Ich gucke immer auf Boden, Digga, lauf ich so. Hauptsache, ich gucke keine Frauen an. Stellst du mir eigentlich für NPC-Fragen, Junge? Wie traurig ist es, dass wir Frauen uns angewöhnt haben, immer mit einem Bitch-Blick als Selbstschutz, einfach um nicht zu werden, rumzulaufen? Ich denke, das trifft ja, ich glaube, da steckt auch ein bisschen viel Interpretation drin. Also ich kann beides verstehen, ne? Ich kann beides verstehen. Einerseits ein bisschen viel so,
Aber andererseits kann ich auch verstehen, weil wie gesagt, es gibt schon Leute, die gaffen extrem. Das ist halt schon hart. Nicht auf alle Frauen zu. Und irgendwo ist es ja eine Doppelmoral, wenn sie sagt, sie lächelt gerne andere Frauen an und wenn es ein Typ bei ihr macht, ist es belästigend. Ich meine, vielleicht fühlen sich die anderen Frauen ja von dir auch. Und ich glaube, wenn man Männern einmal irgendwie anlächelt auf der Straße, so wirst du direkt entführt. Kannst vergessen. Okay, Bro. Die denkt so, das ist so Ticket zum Entführen. So. Ich ruf direkt Van an. Ich komme mit Free V-Bucks Van. Ja, das ist auch crazy. Ja, meine Freunde, wer kennt das nicht? Ihr lächelt einen Mann an und schon entführt er euch. Ja, bam. Fantasie. Und deswegen strahle ich von Anfang an aus, wenn ich über die Straßen laufe. Formel 1 Anzug. Ey, das ist auch crazy. Was habe ich auch noch nicht gehört, ne? Formel 1 Anzug. Dass ich eine arrogante und böse bin. Ja, das strahlst du auch in diesem Video aus. Ich meine, allein davon auszugehen, dass jedermann sie der sie anschaut und auch jedermann was von ihr will, ist einfach nur absurd. Also ich verstehe wirklich nicht, wie man anhand von einem... Jungs, übertreibt nicht, ey. Jetzt holt ihr Toten raus, Landebahn, Stirn und so. Erfahrungen, Digga. Alle Männer in dieselbe Schublade steckt und in einem Video erzählt, dass man unhöflich sein muss zu Männern. Das ist einfach nur lost. Aber dass das nicht reicht, wird sich auch über das Verhalten der Männer beschwert. Ist es wirklich so schwer, sich als Mann... Von der kann ich sowieso nichts ernst nehmen. Das ist sie eine, Digga, die ist so eine, die dann auf TikTok Videos hochlädt und auch auf Instagram. Ja, oh mein Gott, ich wurde gerade und ja, ich gehe zu jemandem, der wird es mir richtig ne? Und dann, ich weiß nicht, keine Ahnung, was jetzt kommt, ich weiß es nicht. Aber sie ist wirklich... Einfach mal wie ein Mann zu verhalten und nicht wie ein kleines 12-jähriges pubertierendes Wesen. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, was der Mann Schlimmes gemacht hat. Ich bin vor ins Auto gefahren und dann bin ich mit meinen 30 km/h so ganz geschmeidig lang gefahren und dann sehe ich dann nur so eine übelste Proletenkarre. Ich weiter Blickkontakt nach vorne gehabt, aber dieser Typ in diesem Auto hat mich gespottet. Und ich wusste, nachdem er mich gespottet hatte, hat sich auch diese Karre nur gekauft, weil er sich dachte, das ist ein Frauenmagnet. Aber Schatz, ich musste enttäuschen. Wir Frauen stehen da nicht drauf. Wir stehen da nicht drauf. Nein, Frauen stehen bestimmt nicht auf schöne Autos und Geld. Da habe ich neulich auch so ein Video gesehen, ja, aber das war, glaube ich, auch bei ihm, ne, wir stehen da nicht drauf und dann gab es auch noch so ein TikTok, wo einer so gesagt hat, so, ja, eigentlich ist mir das Auto kacke egal, aber wenn jemand aus dem Porsche aussteigt, ist er voll attraktiv. Das ist natürlich ein Mythos. Das Ganze ist eine Lüge. Also jetzt mal ehrlich, nicht jede Frau steht auf materielle Dinge, so, der war crazy. Aber sehr viele Frauen achten darauf, wie viel der Mann verdient und dass er ein schönes Auto haben muss, beziehungsweise, dass das für die ein großer Pluspunkt ist. Und die das attraktiv finden. Digga, das kann ich gar nicht so wiedergeben. Sag ich euch ehrlich, weil ich bin einfach, also wirklich, ich sag euch Real Talk, ich bin halt auch einfach nicht in diesen Kreisen unterwegs. Ich hab nicht viel Kontakt mit irgendwelchen Frauen. Ich hab ein, zwei, drei Kollegen, mit denen ich chill. Ich bin auch gar nicht in dieser Influencer-Szene drin. Ich bin mit Freunden, passt alles schön. So. Ha, ich gehe auch nicht auf so krasse Events oder sowas, auf irgendwelche Köln, Mölln und sowas. Eigentlich ist gut, Digga. Eigentlich ist gut. Viele Leute sagen mir so, boah, ja, geil, Influencer-Event, lass da hingehen und so. Hey, ich hab gar keinen Bock, Digga. Ich sitz lieber hier mit Peppa Pig und stream, mach bei YouTube-Videos. Boah, weißt du? So, also ich hab einfach nicht so viele Kontakte mit irgendwelchen Leuten. Und deswegen kann ich das gar nicht so beurteilen, sag ich euch ehrlich. Und hat mich gespottet und dachte sich so, die blonde Chaya, die muss ich jetzt mit Biegen und Brechen versuchen, irgendwie zu klären. Ja, natürlich hat sie das aus seinem Blick rausgelesen, dass er sie auf Biegen und Brechen klären wollte. Kann oh, das ist auch crazy, ne? Lattensepp übertreibt gerade ein bisschen, ne? Natürlich überhaupt nicht sein, dass man sich an Lattensepp der Stelle übertreibt. Vielleicht selbst überschätzt hat. Also fuhr er die ganze Zeit so an mir vorbei und wieder zurück an mir vorbei. Dabei winkte er schon so, klebte schon so fast an dem Fenster, leckte diese Fensterscheibe gefühlt ab, weil er mich unbedingt wollte, machte die Fensterscheibe runter, Arm nach draußen gestreckt, der hing schon fast auf meinem Beifahrersitz, Leute. Der war so penetrant, dieses Spektakel ging gesagt 2 Minuten lang. Alle haben es mitbekommen. Ich habe nicht reagiert. Ich habe ihm nicht einen einzigen Blick geschenkt. Und ich verstehe nicht, warum checkst du das nicht, dass nachdem ich beim ersten Mal nicht drauf reagiert habe, ich einfach keine Lust habe. Kann ich an der Stelle auch nicht verstehen. Am Ende hatte ich so, keine Ahnung, Digga. Licht ist kaputt oder sowas. Und er will einfach nur sagen, so, ey, stopp, dein Licht ist kaputt. Warum sich der Mann so zum Affen macht, um sie zu beeindrucken, aber das ist jetzt auch nur ihre Version der Story. Lass mich in Ruhe und mach dich nicht peinlicher, mach dich nicht zum Hund. Und ich hoffe, dass er diesen Korb mit Herz genommen hat und jetzt danach einfach im Erdboden versunken ist und sich jetzt zu Hause denkt, what the fuck, was hab ich da eigentlich abgezogen? Männers. Es geht auch anders. Ich glaube, er hat dich bereits nach 10 Minuten vergessen oder spätestens dann, wenn er auf deinen TikTok gestoßen ist. Denn zum Thema, warum sich Männer wie 12-Jährige benehmen,
Naja, wie benimmt sie sich denn so auf TikTok? Ich wollte Darstellerin werden. Ja, wie viel? Das ist genau so ein Ding. 14, 15. Das klingt voll dumm, aber ich liebe und ich habe gerne und ich zeige auch gerne meinen Körper. Mit 14 habe ich Dragon Ball geguckt, meine Arme in den Himmel gestreckt und wollte eine Genki-Dama abfeuern und sie redet hier schon von Darstellerin werden. Hölle nein. Und das Heftige ist, dass ihre Community aus kleinen Mädels besteht, die sie in den Kommentaren verteidigt haben und das Ganze noch feiern. Finde ich an der Stelle auch sehr... Ja, ja, oder auch diese ganzen TikToks so, hey, ich war jetzt bei einem Typen und wir hatten, weißt du, wie ich meine? Und dann so, ja, ich habe bei ihm was vergessen und so. Und ich habe extra meinen Slip dort vergessen, damit er... Das sind crazy Videos. Das sind crazy Videos, Digga. Fragwürdig, jungen Mädels zu sagen, dass P-Darstellerin ein richtiger Beruf sei. Freunde, ich habe dafür keine Kraft mehr. Lasst einen Daumen nach oben da, aber, wenn ihr mich supportet. Ich supporte dich gerne, aber von dieser Stachel, ich weiß nicht, das ist so meine Meinung. Ich sehe halt da keinen Mehrwert bei ihren Videos. So. Aber macht, was ihr wollt, macht, was ihr wollt.